Frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Und es ging gleich gut los. Am 1. Januar hat André Stagge, Portfolio-Manager und bekannter Börsenexperte, ein Webinar gegeben, exklusiv für Fans von René Verendite. 2 Stunden lang hat André präsentiert und eure Fragen beantwortet. Und wer nicht dabei sein konnte, für den haben wir einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Darin erfahrt ihr eine der zentralen Börsenstrategien von André für 2024, die auch noch relativ einfach umzusetzen ist. Außerdem, so viel Werbung sei erlaubt, erfahrt ihr, wie ihr euch zu einem Intensivtraining bei André anmelden könnt. Auch da gibt es im Moment attraktive Sonderkonditionen für alle René Verendite-User. Dieses Angebot gilt noch bis zum 7. Januar Mitternacht. Und damit wünsche ich euch alles Gute für das neue Börsenjahr und vor allen Dingen viel Erfolg. Börse im Aufwind, Jahresausblick 2024 und konkrete Investmentstrategien. Mein Name ist André Stagge, ich habe über 10 Jahre Fonds gemanagt, durfte da 2,5 Milliarden Euro verwalten und habe mehr als 500 Millionen Euro Gewinn erzielt. Ja, Börse im Aufwind, der S&P steht kurz vor seinem All-Time-High, der DAX hat es ja im Dezember geschafft mit 17.000 Punkten. Und es geht um den Jahresausblick 2024, was bieten uns die Börsen an im kommenden Börsenjahr und vor allem geht es um Investmentstrategien. Warum? Vielleicht kennst du das. Eine Meinung ist gut, eine Prognose ist gut, aber eine Strategie ist besser, denn niemand kennt die Zukunft, du nicht, ich nicht und niemand anders da draußen. Ich habe jahrelang als Institutioneller gearbeitet, mit sehr vielen intelligenten und smarten Menschen auch zu tun gehabt und die Wahrheit ist, keiner kennt die Zukunft. Es gibt aber klare und einfache Strategien, die eben einen klaren, deutlichen Vorteil bringen. Warum? Sie gehen eben auf die Gesetzmäßigkeiten des großen Geldes ein und über solche Strategien möchte ich mit dir sprechen. Bevor es gleich richtig losgeht, darf ich noch gerade für die Beginner 5 klassische Fehler nennen. Warum? All diese Fehler habe ich selber gemacht. All diese Fehler, da bin ich selber reingefallen. Diese Fehler können wirklich viel Geld kosten und diese Fehler sind einfach nicht nötig, wenn man eben von den Fehlern der anderen lernt. Und deswegen zeige ich dir diese Fehler, die für mich die größten, schwierigsten Probleme sind, die du vielleicht als Beginner oder auch als Fortgeschrittener bitte vermeiden solltest. Das erste ist einem Bankberater, in Klammern Produktverkäufer, vertrauen. Ich habe jahrelang Banken geschult, mache das immer noch als Trainer. Auch Bankberater sind natürlich Menschen, sie sind natürlich interessensgetrieben. Es sind keine bösen Menschen, aber es sind einfach Menschen, die von der Provision leben, die Aufträge für eine Bank erfüllen. Und wenn du dich fragst, wen in Frankfurt am Main die größten Hochhäuser gehören, dann sind das eben die Fonds, die Banken, die Versicherungen. Und wenn du dich fragst, wer hat das bezahlt? Der Kunde. Nicht unbedingt immer mit Tasche auf und Geld raus, aber einfach mit Provisionen, mit Kosten, mit Dingen, die teilweise auch in der Branche sehr untransparent sind. Deswegen mach dir immer klar, wenn du nicht für dein Geld verantwortlich bist, sondern wenn jemand anders hier die Verantwortung hat, dann hat das einen Preis und der ist sehr hoch, denn der Bankberater ist natürlich auch produktgetrieben. Bei der DK bekommst du oder bei der Sparkasse bekommst du DK-Fonds, bei der Volksbank Union Investment Produkte, bei der Deutschen Bank dann die DWS. Es ist immer klares, aktives Management dahinter. Es ist zu teuer und das sage ich jetzt selber als jemand, der 10 Jahre aktiv gemanagt hat. Du kannst mit einfachen Strategien hier deutlich mehr aus den Märkten rausholen. Dann ein Risiko, was viele machen und was vielen gar nicht bewusst ist, das ist einfach zu hohe Einzelrisiken, zu wenig Streuung. Und dann sagst du, André, ich bin vielleicht im MSCI World investiert, also in einem Aktien-ETF, einem Indexfonds, der mehr als 1600 Titel im Bestand hat, natürlich hier mit einem gewissen Bias Richtung USA. Aber ich sage dir auch, wenn du jetzt nur in einem Aktien-ETF investiert bist, nur in Anführungszeichen, ist das für mich keine gute Diversifikation. Warum? Du hast hier nur Aktienrisiken. Und 2018, 2020, aber auch 2022 hast du mit diesem Aktien-ETF Geld verloren. Und das muss nicht sein. Du kannst durch Diversifikation, durch clevere Strategien, die wir heute besprechen, auch in schwierigen Jahren deutlich besser abschneiden, wenn du eben richtig dein Geld diversifizierst oder den Fehler vermeidest, zu viel auf Einzelrisiken zu setzen oder zu wenig Streuung einzugehen. Und wenn du nur eine Aktie im Depot hast, dann ist auch klar, dann hast du natürlich hier keine Diversifikation und verschenkst einfach Geld an der Börse. Dann auch Aktienempfehlungen und heißen Tipps zu folgen. Das ist eine schwierige Sache, denn selbst wenn du jemanden hast, der dir gute Tipps gibt, der es ehrlich meint, der dir wirklich was Gutes möchte, dann kannst du ja nicht sicherstellen, dass wenn er die Aktie verkauft, du vielleicht auch verkaufst. Oder du kannst nicht sicherstellen, dass wenn er seine Meinung ändert aufgrund von gegebenen makroökonomischen Entwicklungen zum Beispiel, dass er dir rechtzeitig Bescheid sagt. Das ist so, wie ich gebe dir mal ein kurzes Geschenk, ich gebe dir zu Weihnachten eine warme Mahlzeit oder beim Angeln gebe ich dir einen Fisch ab. Aber das bringt dir nur kurzfristig eine Verbesserung der Situation, was halt besser an der Börse ist, wirklich kochen zu lernen oder eben das Angeln zu lernen in der Metapher und eben nicht von dem einzelnen Tipp abhängig zu sein, sondern klare, eindeutige Strategien zu haben, über die werden wir heute sprechen.
Und wenn du eine Strategie aufbaust, was elementar wichtig ist, weil viele haben das an der Börse nicht, dann mache bitte nicht den Fehler, den ich lange gemacht habe, bevor ich 2007 zur Fondsgesellschaft gekommen bin und da eben auch die Gesetzmäßigkeiten des großen Geldes gelernt habe. Denn viele machen einen sehr, sehr großen Fehler, auch viele erfahrene Investoren, indem sie sich immer gegen das große Geld stellen. Also gegen Banken, gegen Staaten, gegen Fonds, gegen Versicherungen, sich einfach so positionieren, dass sie gegen das große Geld handeln, was nicht immer nur aus eigener Motivation heraus am Kapitalmarkt anlegt, sondern oft auch durch Strukturen, durch Gesetze, durch Vorgaben gesteuert ist. Und wenn du das mal verstehst, wie das große Geld prozyklisch in die Märkte reingeht und wie es eben antizyklisch tendenziell rausgeht, dann verstehst du eben auch, wie man einfache Investmentstrategien aufbaut. Und der letzte und größte Fehler, den viele, viele da draußen machen, ist, keine klare Strategie für die eigene Geldanlage zu haben. Warum ist das problematisch? Weil wenn du keine Strategie hast, hast du kein replizierbares System. Das heißt, alles, was du an der Börse machst, ist irgendwo ein Stück weit Zufall. Du musst immer den Nachrichten hinterherhecheln, immer wieder aktiv bei YouTube schauen, immer wieder Berichte lesen. Und du bist also immer irgendwo gefangen in so einer Art Kreislauf der Informationsbeschaffung. Und das ist eben nicht gegeben, wenn du in klaren, eindeutigen Strategien handelst. Ich zum Beispiel kenne schon die nächsten 30, 40, 50 Trades, die ich machen werde. Ich kann dir heute schon sagen, wie ich mich für das Jahr 2024 positioniere, wenn eben bestimmte Parameter am Markt eintreten, die ich nur einmal im Monat im Investment oder einmal in der Woche im Trading entsprechend überprüfen darf. Ja, und dann sagst du, André, ist ja alles nicht so schlimm. Ich habe den ETF auf Aktien. Ja, der ist 2022 runtergegangen, aber dieses Jahr, da steht er ja schon wieder fast auf dem All-Time-High. Mag sein, Aktien sind langfristig ein sehr gutes Investment, aber aus meiner Sicht auch nicht das einzige. Du siehst hier zum Beispiel mal den inflationsadjustierten S&P 500, also den großen globalen Aktienmarkt. In den USA sind ja die größten Unternehmen der Welt. Und du siehst auch, dass es immer wieder Phasen gab, teilweise eben sogar 52 Jahre, wo du abgezogen von der Inflation keine Renditen gemacht hast. Also wenn du die Kursentwicklung im S&P 500 um die eigentliche Inflation bereinigt, gab es einfach von 1900 bis 1950 inflationsbereinigt kein Geld zu verdienen. Aber auch von 1965 bis Anfang der 90er Jahre gab es de facto in einer Periode von 26 Jahren kein Geld real zu verdienen. Das bedeutet also, du hast hier nur deinen Wert erhalten, du hast aber keinen Wert richtig geschaffen und vermehrt. Und auch in der Zeit 2000 bis 2013 gab es hier eine Phase von 13 Jahren, wo der Markt eben auch real nicht besonders gut gelaufen ist. Natürlich, weil die Börse eingebrochen ist, 2001 und 2007 sich dann natürlich wieder erholt hat. Aber wenn man eben die Inflation über diesen Zeitraum mit hineinnimmt, hat es 13 Jahre lang gedauert, bis eben eine Kaufkraft hier auch aufgebaut wurde. Und jetzt sind wir in einer Phase, die eben viele zum Glück am Aktienmarkt auch mitgenommen haben. Ich denke auch, die meisten, die heute hier sind, sind schon aktiv. Die meisten sind ja auch schon sehr erfahren, 52%, wo eben die Märkte gerade im Aktienbereich deutlich gestiegen sind und wo auf der anderen Seite die Inflationen auch historisch extrem niedrig waren. Verstehe mich richtig, wir kommen aus einem Regime der niedrigen Inflation und ich glaube nicht, dass wir das in Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren so in der Form wiedersehen. Dafür ist eben zu viel struktureller Wandel im System, Demografie, Deglobalisierung, Dekarbonisierung, um nur einige Dinge zu nennen. Und da werde ich gleich im Marktausblick auch nochmal drauf eingehen. Ich möchte dich eigentlich nur sensibilisieren, dass es nicht immer Buy und Hold sein muss, sondern dass man verschiedene Strategien auch kombinieren kann, um eben seinen Investmentertrag mit wenig Aufwand zu verbessern. Und weil das ja jetzt eher noch eine Floskel ist, mache ich es für dich ganz, ganz konkret mit einer meiner einfachsten Investmentstrategien, die viele bei mir in der Ausbildung anwenden. Die erste Idee ist die 200-Tage-Linie. Und was ich dir zeige, ist jetzt der 3-Daumen-Indikator. Wie viele Daumen brauchst du, um an der Börse erfolgreich zu sein? 3. Also du brauchst immer noch einen von deinem Partner, deiner Partnerin oder vom Bekannten. 3 Daumen nach oben ist eben perfekt für die Börse, weil 3 Daumen nach oben ist eine Bestätigung. Das heißt, nicht nur eine Strategie zeigt in eine Richtung, sondern 2, 3 Strategien. Und letztes Jahr gab es eben 3 Daumen fast überwiegend nach oben, das Jahr davor 3 Daumen nach unten. Und wie funktioniert diese 3-Daumen-Regel? Ich werde es dir verraten in den nächsten 10 Minuten. Der erste, einfachste Indikator, den wir hier sehen, das ist die sogenannte 200-Tage-Linie. Mit der 200-Tage-Linie nimmst du einfach den Durchschnitt aus den letzten 200 Handelstagen. Wenn also der Markt über der 200-Tage-Linie ist, wie hier 2021 oder auch hier aktuell wieder oder auch hier vor dem Corona-Schock, dann geht der Daumen nach oben. Der Markt ist also über dem gleitenden Durchschnitt aus 200 Tagen und dann bist du einfach investiert. Das Gegenbeispiel ist, du bist hier nicht investiert, wenn der Daumen nach unten ist, wie 2020 oder 2022. Warum? Die schwarze Linie, also hier der amerikanische Aktienmarkt, ist unter der blauen Linie.
Also die Renditen sind gerade quasi am Fallen und du bist unter dem gleitenden Durchschnitt. Das ist also einfache Trendfolge, wenn du so möchtest, die aber in der Öffentlichkeit sehr, sehr ernst genommen wird und auch für die Fondsgesellschaften das große Geld natürlich eine wichtige Rolle spielt. Und ja, du wirst niemals hier den Aktienmarkt kaufen und hier wieder verkaufen, aber du gehst halt hier rein, gehst dann hier raus, gehst dann hier wieder rein, gehst dann hier mal kurz raus, dann gibt es auch einen guten Trick, den ich dir gleich noch zeige, und gehst hier wieder rein. Und wie gesagt, das ist ja nur ein Daumen. Also die erste simple Idee, und da gucken wirklich viele Institutionelle drauf, deswegen ist es auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, das ist diese 200-Tage-Linie. Schau sie dir gerne an. Sie bringt ja einen richtig großen Vorteil, nicht nur was den Ertrag angeht, das siehst du hier, auch mit Bloomberg-Daten gebacktestet seit 1928. Investment nur über der 200-Tage-Linie hat also gute Renditen, sehr, sehr gute Renditen gebracht. Darunter Buy and Hold ist quasi der ETF. Was mir noch viel besser gefällt als diese Überrendite ist, einfach, dass du nur ein Drittel des Risikos hast. Also dein Risiko hier ist deutlich geringer. Warum? Du bist eben nur ein Drittel der Zeit, du bist nur zwei Drittel der Zeit investiert. Viele Zeit sozusagen, also ein Drittel der Zeit, bist du ja nicht investiert. Warum? Weil eben hier der Daumen nach unten geht, weil du wie 2022 unter der 200-Tage-Linie bist. Und hier im Backtest, da sind jetzt auch keine Anleihenrenditen drin, da ist jetzt keine Trading-Strategie drin, sondern es ist einfach nur die Untersuchung. Über der 200-Tage-Linie bin ich dabei, darunter eben nicht. Also der erste Daumen ist die 200-Tage-Linie. Gute Nachricht für alle Investoren. Wenn du in den großen entwickelten Märkten unterwegs bist, dann ist die 200-Tage-Linie momentan dein Freund. Dann geht dieser eine Daumen nach oben und das auch zum Jahresstart 2024. Klappt es auch im DAX und in anderen Märkten? Ja, ja und ja. Es klappt in allen Märkten. Also hier der Backtest, auch für Einzelaktien übrigens. Wenn du eben nach der nur über der 200-Tage-Linie-Metrik investierst, hast du mehr Ertrag und gleichzeitig weniger Risiko. Ist jetzt nicht so, dass ich nur dieses eine Instrument nehmen würde, sondern es geht hier um die Kombination von drei verschiedenen Strategien, also blaue Linie versus orange Linie. Da würde ich sagen, da gefällt mir die blaue Linie deutlich besser. Natürlich auch vorher schon hinkommt der Zinseszinseffekt zum Tragen. Aber Fakt ist, mehr Ertrag und weniger Risiko beim ersten Daumen, wenn du eben über der 200-Tage-Linie hier ein Investment eingehst. Zweiter Daumen, also erster Daumen war die 200-Tage-Linie, zweiter Daumen wird jetzt sehr wichtig. Am Montag wissen wir da mehr nächste Woche. 5 Tage bestimmt das Börsenjahr. Das ist eine ganz, ganz, ganz einfache Idee. Und das ist das, was meine Schwiegereltern am Markt machen. Das ist der zweite von 3 Daumen. Ich schaue einfach nur, ist der 5. Handelstag über dem Year-to-Date des Vorjahres. Wenn wir also hier im Plus sind, der 5. Handelstag, Montagabend um 22 Uhr im S&P, dann sage ich Hurra, das Jahr wird wie 2023 auch gut. Wenn der 5. Handelstag negativ ist oder minus dann ist es vielleicht so wie 2022 oder auch wie 2007 und 8 oder 2014, 15, 16. Gerade Linie bedeutet hier nicht investiert. Warum? Die ersten Handelstage waren dann negativ. Trefferquote 85%, lässt sich sehen. Wirklich gute, einfache Strategie. 2 von 3 Daumen. Schauen wir uns das im Beispiel an, da kann man es leichter erklären. Schauen wir uns mal das Jahreswechselspiel 2020 auf 2021. Das ist schon ein bisschen her, aber gucken wir mal drauf. Wir gucken uns also hier den Schlusskurs an von 2020. Das war also der 31. Dezember. Im S&P 500 sind wir hier und da war der Schlusskurs bei 3756. Erster Tag runter, zweiter Tag runter, dritter Tag runter, vierter Tag drüber. Und mich interessiert nur der 5. Handelstag. Und der 5. Handelstag war über der schwarzen Linie. Bedeutet also Hurra, Hurra. Der 5. Handelstag war im Plus. 5 Tage bestimmen das Börsenjahr. Geben wir hier einen Daumen nach oben. 2021, ungerades Jahr, Daumen geht nach oben, alles wunderbar. Hier diese schwarze Linie übrigens, das ist der sogenannte Year-to-Date-Effekt. Gibt es auch eine schöne Strategie, das ist der 3. Daumen. Über dem Year-to-Date-Effekt gehen die Märkte eher hoch. Darunter wird es eher schwierig, hängt eben auch mit den Gesetzmäßigkeiten des großen Geldes zusammen, eben mit den Mittelzuflüssen, die leichter zu bekommen sind, wenn die Börse insgesamt im Plus steht. So, zweites Beispiel gefällig, gerne. 2022. Also auch hier gleiches Spiel, Schlusskurs 2021, year to date war bei 4766. Der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte Tag, der 5. Tag. Der 5. Tag ist entscheidend. Der 5. Tag war unter diesem Schlusskurs von 2021. Hier wieder der 31. Dezember. 5. Tag war nach unten, bedeutet Daumen geht gen Süden. Daumen möchte also hier nicht investieren. 2022, gerades Jahr, war auch nicht gut für die Börse, also Daumen nach unten, Beispiel nicht investiert sein. Schauen wir uns 2023 an, das vergangene Jahr, klingt komisch, aber ja, es ist vorbei, wir müssen uns lösen. Schlusskurs wieder year to date, diesmal war es der 30. Dezember,
30. Dezember war der Schlusskurs im S&P 3.839 Punkte. Das war die Year-to-Date-Linie. Und die gleiche Idee war, ich gucke wieder den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten und den fünften Tag an. Der fünfte Tag war über der Year-to-Date-Linie. Also, wo ging der Daumen hin? Fünfter Tag im Closing über der schwarzen Linie. Daumen ging nach oben. Wenn wir tiefer gegangen wären, ging er nach unten. Und jetzt überleg dir mal, was ich am Montag nächste Woche mache nach den fünf Tagen. Ich gucke wieder Year-to-Date. Das war der Schlusskurs aus dem Vorjahr. Und wenn wir dann drüber stehen, dann möchte ich investieren. Und wenn wir drunter stehen, ja, dann wird zumindest für diesen Daumen das ganze Jahr schwer. Denn dieser Daumen, der ist am fünften Handelstag entschieden. Für deine Aktie, für deinen ETF, aber auch hier für den S&P 500. Am fünften Handelstag ist diese Strategie entschieden. Und sie ist natürlich nur einer von drei Daumen, aber fällt damit ins Gewicht und ist relativ spannend. Die dritte Idee, der dritte Daumen, ich habe es gerade schon gesagt, ist dieser Year-to-Date-Effekt. Die Grundidee, um hier im Beispiel zu bleiben, solange wir im Markt über dem Schlusskurs aus dem Vorjahr stehen, der Year-to-Date-Linie, ist es ein Kauf. Wenn wir da drunter stehen, ist es ein Verkauf. Schaue ich mir das jeden Tag an? Nein, ich schaue einmal im Monat drauf. Eine Stunde Zeit brauche ich dafür, um diese drei Daumen zu überprüfen. Der optimale Zeitpunkt, den nenne ich dir gerne in meiner Intensivausbildung Portfolio Management. Aber du solltest nicht jeden Tag auf diese Strategie gucken. Es ist eher ein Investmentansatz. Schauen wir uns das aber mal an. 24. Hatten wir ja gerade schon gesehen, die ersten fünf Handelstage waren positiv. Das ist diese graue Fläche. Das siehst du auch hier. Ersten fünf Handelstage im Plus. Wunderbar. Du siehst die rote Linie. Das ist die 200-Tage-Linie. Da sind wir aktuell deutlich drüber. Also Daumen nach oben. Und du siehst hier in schwarz diese Year-to-Date-Linie. Also auch das drei Daumen nach oben. Du siehst hier im März mit der Bankenkrise, da ging es mal ganz kurz auf den Year-to-Date-Effekt drauf, war, und das hatte ich auch damals im Live-Trading und im Marktausblick benannt, der perfekte Zeitpunkt, wirklich der perfekte Zeitpunkt, um zu kaufen, weil die schwarze Linie, der Year-to-Date-Effekt, wie das Jahr davor übrigens auch, immer wieder eine sehr, sehr gute Unterstützung gibt. Also schau dir unbedingt den Schlusskurs vom letzten Jahr an. Das ist ein ganz entscheidender, ein wichtiger Kurs. Also letztes Jahr drei Daumen nach oben. Dieses Jahr, wie gesagt, 200-Tage-Linie wird auch ein Plus sein, aber die anderen beiden, da würde ich gerade in der nächsten Woche sehr genau drauf gucken, weil da kann es tendenziell schon sein, dass zwei Daumen nach unten gehen. Und da würde ich dann also mit zwei oder drei Daumen nach unten schon sehr, sehr vorsichtig werden. Schauen wir mal ins letzte Jahr. Letztes Jahr, ganz spannend. Fünf Tage bestimmtes Börsenjahr, siehst du hier am Anfang, haben wir ja gerade schon gesehen, negativ. Im Sommer permanent unter der 200-Tage-Linie, also negativ. Und immer unter der Year-to-Date-Linie, also hier drei Daumen nach unten. Waren wir bei mir in der Investment-Community letztes Jahr groß in Aktien investiert? Nein. Haben wir in diesem Live-Trading-Depot mit 500.000 Euro Gewinn auf fallende Kurse gesetzt? Ja, natürlich. Und sind wir hier auch an diesen Tiefpunkt dann reingekommen? Nein, sind wir auch nicht, sondern wir haben ein bisschen später investiert, aber meine Aktienquote war letztes Jahr sogar negativ. Es war im Investmentjahr mit über 20% ein sehr, sehr gutes Jahr mit sehr, sehr wenig Aufwand, einer Stunde Zeitaufwand pro Monat. Warum? Klare, einfache Strategie, eindeutige Umsetzung, einmal im Monat geguckt, eine Stunde Zeitaufwand. Drei-Daumen-Indikator ist eben für mich eins der besten Instrumente, um am Markt wirklich gute Erträge zu erzielen. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Schauen wir uns den Nasdaq 100 an. Permanent über der Year-to-Date, über der 200-Tage-Linie, fünf Tage positiv. Dieses Jahr drei Daumen nach oben. War also jetzt nicht verkehrt, in der Nasdaq investiert zu sein. Letztes Jahr fünf Tage negativ, fast ausschließlich unter der 200-Tage-Linie. Und Year-to-Date war auch unterschritten. Also letztes Jahr drei Daumen nach unten, eher vorsichtig. Dieses Jahr drei Daumen nach oben, positiv. Und ja, das ist das, was ich mir dieses Jahr auch angucke, im Januar, im Februar, aber auch danach. Und wenn eben zwei oder drei Daumen nach unten gehen, bin ich eben mehr als vorsichtig. Wenn drei Daumen nach oben gehen, ja, dann tut es vielleicht weh, aber dann muss ich investieren, dann hilft es nichts. Die Regeln, die Strategien sind eben wichtiger als meine Meinung. Hier im DAX siehst du auch schön, drei Daumen nach oben. Nvidia letztes Jahr auch, sehr gutes Beispiel, drei Daumen permanent nach unten. Also hier hättest du die Aktie auch gerne mal links liegen lassen können dieses Jahr. Wunderbares Kaufsignal, natürlich einer der Titel, die auch sämtliche Lichter ausgeschossen hatten, die auch viele aus der Ausbildung haben und die eben spannend wird, wie sie ins Jahr startet, weil dann werden zumindest zwei Daumen mit der Year-to-Date und den ersten fünf Handelstagen den Markt auch wieder ein Stück weit benennen. Und wenn du sagst, naja, das ist mir zu stressig, ich will eigentlich Aktien, die immer nur drei Daumen nach oben haben, gibt es die dann auch? Ja, na klar gibt es die. Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel Put-Optionen schreibst, vielleicht auch gedeckte, kannst du zum Beispiel die Aktien wie eine Shell anzauen. Da gibt es auch viele, viele andere. Aber die Shell hatte auch 2022, gerade das Jahr, hatte sie eben auch über der 200-Tage-Linie, über dem Year-to-Date und die ersten fünf Handelstage waren positiv. Genau das gleiche eben auch 2023, also eine klassisch langweilige Aktie, wie sie Portfolio-Manager lieben. Das sind Aktien, die liebten Portfolio-Manager, wenig Vola, konstanter Trend. Die mögen also keine großen Ausreißer, sondern die wollen einfach konstant am Markt dabei sein. Oder schau hier eine Siemens, damals ja auch durch Siemens Energy ein bisschen belastet, hier auch genau auf der Year-to-Date aufgesetzt.
und hier dann auch wunderbares Kaufsignal, wir mit 3 Daumen nach oben oder eben auch durchgängig hier 2 Daumen nach oben, nur der 200-Tage-Linien-Effekt war kurzzeitig unterschritten. Also du siehst, du kannst all deine Aktien durchscrollen, es funktioniert auch im Euro-Dollar. Da hatten wir im Dezember auch ein Long-Signal mit dem Euro-Dollar-Steuerstichtag. Das wird im Januar dann ein Short-Signal im Euro. Hat also hier auch gut funktioniert. Du siehst bei Gold, wie wichtig diese 3-Daumen-Regel auch ist. Hier auch wieder perfekt aufgesetzt, permanent 3 Daumen nach oben. Und du kannst es wirklich für alle Märkte durchdeklinieren und da eben auch wunderbar nutzen. Also schau hier, das zum Beispiel ist Bitcoin unter der 200-Tage-Linie, unter Year-to-Date, 5 Tage negativ. Dieses Jahr genau andersrum, weil letztes Jahr muss es heißen 23. Hier 5 Tage im Plus. Über der Year-to-Date-Linie in schwarz, über der 200-Tage-Linie. Bitcoin ja mit Abstand das Asset mit den besten Renditen, was du machen konntest. Und so lade ich dich ein, schau dir den Jahresstart 2024 auch an, denn das ist das, wonach sich viele institutionelle Investoren richten, wo du eben auch für dich ganz konkret einen Vorteil am Markt bekommen kannst. Und dann darf ich nochmal kurz zusammenfassen. Die 3-Daumen-Regel ist für mich einer der besten Indikatoren, die du nutzen kannst. 3 Daumen an der Börse brauchst du, um erfolgreich zu sein. Wir schauen uns die 200-Tage-Linie an. Darüber möchten wir eher kaufen. Der Daumen geht nach oben, Trendfolge. Wir schauen uns den Year-to-Date-Effekt an, also den Schlusskurs aus dem letzten Jahr. Wenn der höher steht, dann möchten wir dabei sein. Und wir schauen uns auch 5 Tage bestimmt das Börsenjahr an. Ein Signal nächsten Montag, 22 Uhr, weißt du hier bei den Aktien und im S&P 500 mehr. 3 Boni habe ich dir aber noch mitgebracht. Wenn du dich entschließt, dabei zu sein, bis Sonntag dann einen der Gutscheincodes zu nutzen, kriegst du von mir zusätzlich zu dieser Ausbildung einen Börsenbrief. Warum? Der hilft dir bei der Umsetzung. Du kriegst also per SMS ein Signal im Investment, im Trading, bevor du aktiv werden solltest, wenn eben die verschiedenen Strategien Sommerloch Short, heiße Hexen, vor der Fed Long, Monatsultimo, Turnaround Tuesday, wie sie alle heißen. Wenn die Signale also im Markt aktiv werden, dann kriegst du eine SMS mit einer konkreten WKN, weißt eben auch, was die Community gerade investiert, wie lange es hält und wo du eben entsprechend auch aktiv sein kannst. Außerdem biete ich dir an, und das ist eben auch ein Novum, auch eben hier der Zusammenarbeit geschuldet, könnte man sagen, wenn du bestellst, bis Sonntag läuft diese Aktion, 23,59, kriegst du von mir nicht ein Jahr normale Betreuung, also Leistungszeitraum nicht ein Jahr, sondern versprochen 2 Jahre. Das heißt, du kannst die Ausbildung 4-mal durchlaufen, du kannst zu allen Live-Events kommen, du kannst eben alles besuchen, deine Fragen stellen, bekommst eine individuelle Betreuung und hast 2 Jahre eben hier Zugang zu allen Ressourcen. Und beim 3. Bonus, da hat mein Team gesagt, nee, mach's lieber nicht. Sie haben gesagt, mach's nicht, ich mach's trotzdem. Du kriegst auch zusätzlich zu dem Börsenbrief, zusätzlich zu 2 Jahren Betreuung, zusätzlich zur Ausbildung staatlich anerkannt, ein einstündiges Coaching mit mir nach der Ausbildung. Das ist wichtig, das Coaching machen wir nach der Ausbildung. Und wenn du da noch Fragen hast, den Feinschliff brauchst, nochmal sagst, hey, ich möchte nochmal mein Depot checken lassen, ich möchte meine Optionsstrategie mit dir besprechen, ich möchte über Anleihen nochmal was fragen, kriegst du mit mir ein persönliches Coaching im Wert von 500 Euro, wenn du die Ausbildung bestellst mit dem Gutscheincode, den ich dir jetzt präsentiere. Also Börsenbriefgeschenk, 2 Jahre Betreuung und eben hier ein einstündiges Coaching. Und das ist hier der Code, den ich gerade gezeigt habe für René Will Rendite 2024. Kostenlose Wiederholung der Ausbildung, lebenslanger Zugang zu allen Inhalten, Investment, Depot und Marktausblicke, hochwertiges Teilnehmerzertifikat, Börsengrundlagenseminar, Börsenführerschein und diese Community-Treffen. Börsenbrief noch geschenkt obendrauf, 2 Jahre Betreuung anstatt 1. Und dieses Coaching, wichtig, es ist staatlich anerkannt, also von Umsatzsteuer befreit. Dieser Gutscheincode fängt dann quasi ab heute Abend an zu tickern. Sobald das Webinar zugeht, gibt es noch 5 Gutscheine verfügbar. Wer heute dabei ist, der hat sicher alles auch schon erworben. Und du hast natürlich immer auch die Geld-Zurück-Garantie. Hier gerne deine Daten eingeben und dann bist du hier dabei. Wie lange werden die Strategien funktionieren? 10 Jahre, Fonds etc. ändern eventuell die Strategien, wodurch sie dann nicht mehr funktionieren. Danke, Roland. Das ist eine wichtige Frage, die wir auch viel in der Ausbildung besprechen. Was passiert, wenn so eine Anomalie verschwindet? Und in der Wissenschaft sind diese Anomalien untersucht. Da kommen eben meine Ideen auch her. Vieles habe ich einfach aus der Wissenschaft übernommen. Und zum Beispiel so ein Effekt wie der Monatsultimo-Effekt, den gibt es seit 1964. Da wurde das erste Mal in der Financial Times benannt. Das heißt, der wirkt schon jetzt 80 Jahre. Feiert quasi Geburtstag. Und er ändert sich dann, wenn die Märkte sich strukturell ändern. Also wenn jetzt der Monat nicht mehr am 31. zu Ende ist oder am 30., sondern plötzlich am 17. oder am 12., dann ändert sich was. Aber du wirst merken in der Ausbildung, wie das große Geld denkt, wie diese Strukturen funktionieren. Und da kannst du eben relativ schnell auch merken, dass sich das strukturell nicht so groß verändern wird. Es braucht unglaublich lange Zeit. Wir haben jetzt keine Arbitrage-Strategien, die schnell verschwinden, sondern wir haben wirklich Anomalien. Und wir haben vor allen Dingen Diversifikation, weil es geht auch nicht darum, eine perfekte Strategie zu haben,
sondern Strategien zu kombinieren. Quartalstrick, Sommer-Winter-Effekt, weil wir so kurz genannt hatten, zum Beispiel mit der Drei-Daumen-Regel oder Monatsultimum-Trading mit der Drei-Daumen-Regel. Und darum geht's. Und es geht auch nicht darum, schnell reich zu werden, sondern wirklich gute, saubere Erträge, toller Prozess, nach und nach umsetzen. Das ist für mich das Geheimnis zum Börsenerfolg.